Willkommen zur Bundesliga und damit willkommen zur zweiten Saison. Willkommen zum ersten Spieltag. Und dann schauen wir mal, wie denn der erste Spieltag der zweiten Saison läuft. Neuzugänge, wie funktionieren sie, ob sie funktionieren oder nicht. Heute gibt es die Auftaktpartie. Und zwar zwischen dem FC Schalke 04 und dem SV Werder Bremen. Das Freitagsspiel. Mal schauen, wie das denn heute laufen wird. Debüts auf der einen Seite Rashford für 52 Millionen aus Manchester gekommen. Auf der anderen Seite Warnblom. Ja, Schalke hat sich Rashford verpflichtet, da Embolo den Verein jetzt in Richtung Everton verlassen hat. Von daher, neuer Stürmer, neues Glück. Der englische Nationalspieler soll jetzt nun in Deutschland seine Erfahrungen sammeln, nachdem er von seinem Ausbildungsverein Manchester United nun in die große Welt rausgeht. Beim deutschen Meister einige Veränderungen gegenüber dem Supercup. Die Aufstellung, Fährmann wieder im Tor. In der Innenverteidigung, das klassische Rotieren ist wieder dran. Im Mittelfeld Hansen und Schöpf dieses Mal von Anfang an dabei. Und vorne im Sturm der Neuzugang Rashford. Ja, normalerweise wechselt man, rotiert man ja vorne im Sturm. In dieser Saison soll die Stabilität da eher das Aushängeschild sein. Auf der anderen Seite die Bremer mit Fünferkette. Dann im Mittelfeld der Neuzugang Warnblom. Und auch der Neuzugang Silber vorne im Sturm. Also, dann schauen wir mal, wie diese Partie heute ablaufen wird. Und damit geht die Saison los. Erste Szene, die Schalker Goretzka. Ein Ticken zu hoch. Aber das Ticken zu hoch ist ein abgefälschter Ball. Es gab Eckball. Standardsituationen sind nicht die Stärke des deutschen Meisters. Rashford, rüber auf Burgstaller, zurück Rashford. Rashford, 1:0, denkst du 1:0. In der Wiederholung können wir sehen, Rashford leicht im Abseits mit den Zehenspitzen. Nächste Möglichkeit der Schalker, über Rashford. Goretzka, geklärt vom Pavlenka. Nächste Möglichkeit. Also die Schalker wollten eindeutig, dass die Niederlage gegen die Bayern vergessen machen und Rashford wieder im Abseits. Ja, dieses Mal mit dem ganzen Knie. 34. Minute, die Bremer waren auch auf dem Feld, aber kaum zu sehen. Silva! André Silva kam aus Mailand. Soll den Bremer ein bisschen Stabilität bringen. Vorne im Sturm ein bisschen Offensivität. Neben Max Kruse. Erst Ende der ersten Halbzeit. Goretzka auf Burgstaller. Guido Burgstaller, 1:0. Hart erkämpft diese Führung. Und der Torschützenkönig der letzten Saison macht das erste Tor in der Saison. Schalke, 45. Minute, aber da war auch viel, viel Glück dabei. Wenn der Arm ein wenig weiter unten gewesen wäre von Pavlenka, wäre der Ball woanders hingesprungen als ins Tor. Und damit die Führung, erster Saisontreffer für die Nummer 19. Zweite Halbzeit, kurz nach Anstoß. Silva auf Max Kruse. Das war nicht das Optimale. Es gab den Eckball. Ecke Bremen. Die haben ja gegenüber den Schalkern noch einige Tore schon mehr Standardsituationen gemacht. Dementsprechend Eckball Polanski. Ball kommt, Ball halbwegs geklärt. Delaney.
in die Mitte und Fährmann. Ohne große Probleme. Spiel hat sich lange Zeit dann taktisch eher geprägt. Kolumbianka. Dann gab es einige Wechsel. Kolumbianka auf Rashford. 2:0. Und es zählt wieder nicht. Und es war wieder abseits. Dementsprechend wurde reagiert. Burgstaller. Burgstaller 2:0. Es wurde reagiert. Rashford wurde ins Mittelfeld verfrachtet. Eingewechselt wurde Max Meyer, der ja eine Eventualität mit Liverpool hat. Vielleicht geht er noch, vielleicht bleibt er, das ist noch nicht so ganz sicher. Aber Guido Burgstaller macht das nächste Tor wieder durch Hilfe von Pavlenka. Wieder unglücklich abgefälscht vom Torwart und er geht wieder rein. Kurz nach Wiederanstoß, Meier. Wie gesagt, eingewechselt für Kolumbianka. Meier mit der Möglichkeit. Und Pavlenka kann ihn zur Ecke klären. Dann gab es den Wechsel, Hansen ging raus. Sehr viel heute gemacht. Bentaleb kam rein. Ecke Rashford. Ecke kommt. Burgstaller. Ja, Fallrückzieher. Warum mal nicht? Aber bislang kamen sie an den Torwart immer nur bedingt dran vorbei. Silva, schön, Junuzovic. Junuzovic und Fährmann. Ohne große Probleme. Dann war auch die letzte Chance in der Nachspielzeit. Meier wird hier mitgenommen. Viele haben hier gehofft auf Platzverweis, aber es gab nur die gelbe Karte, da Sané nicht zwingend der letzte Mann war. Und dementsprechend Freistoß, Wechsel noch bei Bremen, lieber neuen Innenverteidiger. Hier wollen wir nicht 3:0 verlieren an Abschluss. Freistoß, Naldo. Normalerweise ja Goretzka derjenige, der die Freistöße macht, der aber sich eher im Mittelfeld befand. Das Tasic, da ist er, Leon Goretzka. Und Pavlenka. Und dann war es das. Schalke gewinnt das Auftaktspiel mit 2:0. Ja, in Klammern, zwei Tore, die Rashford nicht erzielt hat wegen Abseits und zweimal durch unglückliches Abfälschen des Bremer Torwarts. Man of the Match, Guido Burgstaller mit seinen beiden Toren, mit dem nächsten Doppelpack. Auch wenn es, wie erwähnt, ein wenig durch Hilfe des Torwarts war. Ein wenig. Und damit verabschieden wir uns aus Gelsenkirchen und ab in die Tabelle des ersten Spieltages. So, und ja, der erste Spieltag sagt eigentlich nichts aus, aber er ist es halt. Wir sind auch momentan auf Platz 5 in der Tabelle. Momentan Tabellenführer Borussia Mönchengladbach mit einem 3:0 haben sie gegen Mainz gewonnen. Die Aufsteiger Darmstadt auf 17. Nürnberg auf den 15. Platz und Bochum auf 12. Damit verabschiede ich mich meinerseits. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Bis dahin eine gute Zeit und ciao.